Elektroautos kommen mit deutlich weniger Bauteilen aus als Benziner oder Diesel. Während sie 20.000 Teile benötigen, brauchen Verbrenner nach einer Faustregel etwa 30.000. Sollten die Hersteller im großen Stil auf E-Motoren umstellen, gibt es für die Zulieferindustrie weniger zu liefern und damit weniger Arbeit. Einer Studie der Landesagentur E-Mobil BW zufolge gehen in den kommenden 6 Jahren bis zu 66.000 Arbeitsplätze durch Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung verloren. Bei den großen Autoteilezulieferern stehen schon jetzt wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage tausende Arbeitsplätze auf der Kippe. Bosch denkt darüber nach, in der Automobilsparte rund 3.500 Stellen zu streichen. Und bei ZF geht es sogar um 14.000 Arbeitsplätze. In Baden-Württemberg arbeiten rund 315.000 Personen in der Autoindustrie, also bei Fahrzeugherstellern und Zulieferern. Der Umsatz der Autoindustrie von 136 Milliarden Euro macht etwa ein Drittel des gesamten Umsatzes der Industrie von Baden-Württemberg aus.